Ich darf Sie sehr herzlich hier im Schloss Goldkronach begrüßen zu unserem Vorstellungsauftakt für das Jahresprogramm des Alexander von Humboldt Kulturforums Schloss Goldkronach e.V. für das Sommer- und Herbstprogramm, Frühjahrsprogramm gleichermaßen 2015. Wir haben dieses wunderbare Programm im sechsten Jahrgang, das heißt, es ist der sechste Goldkronacher Sommer, den wir Ihnen hier im Schloss präsentieren wollen und auch die unterschiedlichen Veranstaltungsangebote im Rahmen dieses Sommers, die sehr, sehr variabel sind von lokalen Veranstaltungen, die sich auf Liederabende mit fränkischer Mundart bis hin zu nationalen und internationalen Kulturangeboten erweitern. Wir haben Provinz, Goldkronach, wir haben Berlin als Bundeshauptstadt, als Highlight mit einer Veranstaltung im Juli dabei. Also ein großer Spannungsbogen zwischen Kultur, literarischer Ausprägung, musikalischer Ausprägung und veranstaltungsbezogenen Schwerpunkten. Auch die Stadt Goldkronach hat natürlich einen Veranstaltungskalender, natürlich in ganz anderer Form für die Monate, insbesondere Mai bis Anfang Oktober. Wir haben die verschiedenen Angebote der Vereine, die sich da zum Teil auch direkt auf die 650-Jahr-Feier der Stadt beziehen, integriert, aber natürlich auch bestehende Feierangebote mit in den Kalender aufgenommen. Schwerpunkt der städtischen Veranstaltungen ist das Wochenende vom 17. bis zum 19. Juli. An diesem Wochenende haben wir ein Festzelt am Festplatz der Stadt Goldkronach. Es wird am Freitag was für die jüngere Generation geben, einen DJ Uso und eine Radio Galaxy Party. Wir haben Radio Galaxy und Mainwelle hiermit als Werbepartner. Zusätzlich noch eine Modenschau vom K&L Rupert in Verbindung mit einer Moderation von Christian Hörret von Mainwelle, der das Ganze dann auch für die junge Generation anschaulich rüberbringt. Am 18. ist in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein Künstler- und Handwerkermarkt um das Schloss herum in Verbindung mit dem Umfeld vom Museum. Circa 50 Anbieter, Künstler, Handwerker der verschiedensten Bereiche. Es wird auf jeden Fall eine sehr attraktive und interessante Geschichte werden. Um 11 Uhr ist dann auch die Eröffnung mit der Fichtelgebirgstanzgruppe und weiteren und ein Rundgang mit den Ehrengästen. Abends ist dann Pop nach 8, eine Partyband für die gesamte Familie, also nicht nur für die jüngere Generation, im Festzelt und auch noch ein Feuerwerk, ca. gegen 23 Uhr. Nicht vergessen darf natürlich um 14 Uhr die historische Stadtführung mit unserem Ehrenbürger und Stadthistoriker Johann Kiesling nicht vergessen werden. Ja, am 19. das wohl umfangreichste Programm am Sonntag. Wir beginnen um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Anschließend um ca. 10.30 Uhr ein Frühschoppen, ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Veits-Höchheim, wofür ich mich nochmal für die Vermittlung herzlich bei Herrn Koschik bedanke. Im Anschluss daran ab ca. 13.30 Uhr dann ein Festzug, mittlerweile auch ganz großer Festzug durch die Stadt Goldkronach. Wir werden wahrscheinlich in der Siedlungsstraße beginnen, durch Stadttor und vorbei am Schloss, über den Marktplatz, durch die Bachgasse ins Festzelt, anschließend natürlich Festkommerz und Ausklang des Ganzen mit den Steinachtalern im Festzelt bis in den Abend. Das ist das Feierwochenende von Humboldt-Rose am Wochenende des Humboldt-Tages, 12. und 13. September nach Goldkronach. Das ist eine Züchtung des größten deutschen Rosenzüchters Cordes aus den 60er Jahren, die heute allerdings nicht mehr vertrieben wird, aber die im europäischen Rosarium in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt nachgezüchtet worden ist.
Und es werden ausreichend Stückzahlen zur Verfügung stehen, um am Wochenende des Humboldt-Tages mit dem bayerischen Innenminister an markanten Plätzen der Stadt diese Humboldt-Rose zu pflanzen. Sie wird also an der Alexander-von-Humboldt-Schule gepflanzt, sie wird bei beiden Kirchen, der evangelischen und katholischen Kirche, gepflanzt, sie wird am Rathaus gepflanzt, sie wird am Goldbergbaumuseum gepflanzt und sie wird hier im Schloss gepflanzt. Und hier im Humboldt-Brief können Sie die Rose schon mal sehen. Also das ist eine sehr schöne Strauchrose, die weltweit verbreitet worden ist. Wie das so ist, nach bestimmten Jahren sagt dann der Züchter, für uns lohnt sich das nicht mehr. Aber dieses europäische Rosarium in Sangerhausen hat sich ja zur Aufgabe gemacht, in seiner über 100-jährigen Geschichte alle wichtigen Rosen aus Deutschland und Europa zu erhalten. Die sind dort also auch in so einer Genbank, Rosengendatenbank, und können dann bei Bedarf nachgezüchtet werden. Sie haben sie dort auch zu besichtigen, aber die haben jetzt welche so nachgezüchtet, dass wir die in diesem Jahr auch als Geschenk des Humboldt-Kulturforums an die 650-jährige Stadt an markanten Orten der Stadt pflanzen können. Und das ist, glaube ich, auch noch ein schönes Ereignis. Kruschik mich vor einiger Zeit darum gebeten hat, dass ich mich da ein bisschen drum kümmern soll, um die Homepage des Kulturforums, habe ich mich besonders gefreut. Unter anderem habe ich mich gefreut deshalb, weil ich mein Wissen über Humboldt an der Stelle auch ein bisschen vertiefen konnte. Humboldt ist ja jetzt, wenn man im Bayreuther Raum lebt, ein bisschen unterrepräsentiert, sage ich mal. Wenn man jetzt vergleicht, Wagner, Jean-Paul, da kennt jeder. Humboldt weiß man, kennt man auch, weiß man aber nicht, dass Humboldt in Bayreuth oder beziehungsweise in der Nähe von Bayreuth eine doch ganz große Rolle gespielt hat. Und das war eigentlich hier ein bisschen so für mich der persönliche Aha-Effekt auch, ja, das zu lernen. Und da habe ich mich sehr gerne an die Arbeit gemacht. Als erster Webauftritt, und Herr Jenne und sein Unternehmen, die Agentur, haben jetzt quasi die Neugestaltung vorgenommen. Genau, jetzt sehen Sie hier einfach mal die Startseite der neuen Homepage. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, die, sage ich mal, historischen Elemente, die das Thema in sich birgt, zu verpacken in ein modernes Gewand. Und Sie sehen das ganze Layout vielleicht auch hier in diesem Rundbrief. Da spiegelt sich das wieder. Ja? Das ist also ein Grundlayout, das jetzt nicht nur im Internet irgendwie eine Rolle spielt, sondern das auch in den klassischen Printmedien zur Anwendung kommt.